Genau. Das ist unsere Open World. Das ist noch in einem sehr frühen Stadium. Was wir hier sehen, ist ein Straßensystem, welches quasi darauf beruht, dass wir einfach nur Punkte in der Welt setzen, die Kreuzungen definieren und die Straßen sich da zwischen den Punkten automatisch ergeben und der Level-Designer quasi angibt, was für ein Typ Straße ist. Ist es Einbahnstraße, einspurig, zweispurig, wie auch immer. Und der Rest ergibt sich dann von automatisch. Das heißt, die Texturen werden zugewiesen, wir sagen noch, ob es Mittelstreifen gibt, ob durchgezogen oder ob wir eine Linksabbieger- oder Rechtsabbiegerspur noch extra haben, wie auch immer. Das ist alles völlig frei definierbar bei uns und wird dann quasi prozedural einmal erzeugt. Ich kann jede Kreuzung in unserem Editor in Unity quasi nehmen und kann einmal die Kreuzung verschieben und die Straßen werden sich dann dynamisch so langsam immer wieder anpassen. Genau. Der mich hier von hinten rammt. Das ist auch eine nächste Baustelle, an der wir dran sitzen, nämlich das ist ein KI-Verkehr. Und wir sind gerade dabei, dem Verkehr die kompletten Verkehrsregeln beizubringen. Momentan scheitert es, dass sie nicht an rechts vor links und an dem, dass sie nicht erkennen. Mit Ampeln gucken wir jetzt klar, aber sobald es keine Ampel ist, fahren wir die solchen. Also, man könnte direkt daraus dann Unfallszenarien kreieren, aber dann. Glaube ich, zu viel zu tun. Ja, also wir experimentieren gerade mit verschiedenen Gebäudetypen, Lagerhallen, Hochhäuser mit verschiedenen Dachformen. Wir wollen auch einen Dachstuhlbrand simulieren, den man dann halt löschen muss. Das ist gerade mal irgendwo ein Einsatz in der Welt bis vorn, weil es ist auch nicht, was mich da erwartet. Hinterher wird es dann schon so sein, dass die ganz herzlich also Feuerlöscher da drauf, dann war dann aber. Dann hoffen wir auf den Papiermülleimer oder sowas. Nee, könnte ein Wagen-Autobrand sein, aber so wie das Moment eingestellt ist, ist ja eh aus, bis du da bist. Irgendwas zusammen. Ja, ist noch aus der Test. Da steht ja irgendwann. Ich hatte da nicht funktioniert, dass man ja schnell mal noch andersrum hinfahren aus der Wohnung ist. Und nochmal ein Backspace. Und nochmal ein Backspace, das ist die Lieber-Anzeige. Zeig den Brand besser gleich in der Einrichtung. Die sind da sehr nur gut, also da kannst du auch nicht mischen. Was machst du? Ich wollte den auch noch von der Seite sehen. Ich glaube, der hat ihn noch nicht gesehen. Genau. Aber der kann auch nicht alles sein. Von vorne, genau. Spiel später auf den Beifahrer spielen. Also es wird so sein, es gibt einen guten Gong, den wir auf die Originalsounds bekommen haben. Dann gibt es halt eine Durchsage des Einsatzes und wenn ich zufällig in der Rolle stecke von einem Feuerwehrmann, der jetzt da quasi zu diesem Einsatz raus muss, dann ja, muss ich halt gucken, welche Rolle habe ich denn gerade übernommen. Sitze ich auf dem Beifahrersitz, gehöre ich zum Angriffstrupp des LF24, da muss ich hinten, bin ich der Fahrermaschinist, da muss ich halt vorne links einsteigen, mich hinter das Lenkrad klemmen und zum Einsatzort fahren. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Während der Fahrt wird man die Rollen aber nicht wechseln können. Das hat einfach den Grund, wenn wir mit dem kompletten Löschzug rausfahren und ich hüpfe zwischen den einzelnen Fahrzeugen, dann müsste permanent die KI, die zum Einsatzort fährt, quasi wechseln zwischen der Steuerung, der KI die Steuerung.